Ja, dann beginnen wir vor unserem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 im Merckstadion am Wellenfalltor am kommenden Sonntag, den 16.02. Spielbeginn wird 13.30 Uhr sein am 22. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Bevor wir hier direkt einsteigen, darf ich gerne noch einen Hinweis loswerden, und zwar zur Neueröffnung unseres Fanshops am kommenden Montag. Da wird ein bisschen umgebaut und wir laden sehr gerne ein zum Late-Night-Shopping. Es wird tolle Angebote geben, eine Autogrammstunde. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Also nach unserem Darmstadt-Spiel am kommenden Montag ab 18 Uhr. Alle ganz herzlich eingeladen. Weitere Infos auch auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf der Homepage. Aber vor dem Fanshop ist natürlich unser Spiel beim SV Darmstadt 98 und zu unserer Spieltags-PK darf ich ganz herzlich unseren Cheftrainer Uwe Kuschinert begrüßen. Uwe, ja, wir sitzen zum ersten Mal hier, haben zwei Spiele in Folge verloren, jetzt zuletzt gegen den ersten FC Heidenheim. Wie fällt dein Rückblick aus und inwiefern spielt das eine Rolle, dass man jetzt erstmals zwei Spiele hintereinander keine Punkte geholt hat? Ja, es stellt definitiv eine Zäsur dar, keine Frage. Wir haben voller Stolz vor allen Dingen darauf zurückgeblickt, dass wir saisonübergreifend seit dem Aue-Spiel des letzten Jahres eben nie zweimal nacheinander verloren haben. Ich bin der Meinung, das zeigt bei einer Mannschaft immer, dass sie in der Lage ist, eine Reaktion zu zeigen. Das spricht von einer großen Stabilität. Nicht alle Niederlagen wurden am Ende gefolgt von Siegen, aber sehr, sehr häufig haben wir zumindest mit einer Punkteteilung dann wieder in die Spur gefunden. Und deswegen ist es natürlich schon, das habe ich nach dem Spiel gesagt, ein Schlag ins Kontor nach der Niederlage in Nürnberg, am Ende auf eine ähnliche Art und Weise gegen einen mit Sicherheit zumindest, was die Kaderbesetzung angeht, auch ähnlich starken Gegner zu verlieren. Ich glaube, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen gegen den FC Heidenheim einfach auch an Grenzen kamen. Ich glaube, dass wir schon auf den FCH blicken müssen als eine unglaublich stabile Mannschaft. Und wenn man solche Statistiken zu Rate zieht und wir jetzt zum ersten Mal zweimal nacheinander verloren haben, schon sehr weit in der Saison, dann ist es mit Sicherheit auch ganz entscheidend herauszustellen, dass der FC Heidenheim eben noch nie einen Punkt abgegeben hat nach eigener Führung, und das mussten wir eben auch schmerzlich erfahren, wie schwer das gegen diese hervorragend organisierte und sehr körperbetonte Mannschaft ist, dann noch zum Ausgleich zu kommen oder das Spiel möglicherweise zu drehen. Ich habe viele Momente entdeckt, in denen wir schon auch in der Lage waren, den Gegner so zu bespielen, dass wir in torgefährliche Abschlussbereiche kamen, aber unter dem Strich muss man ganz klar sagen, dass zwei Dinge eben ausgeblieben sind. Der eine Faktor war, dass wir bei unseren relativ guten Möglichkeiten, vor allen Dingen bei den Situationen, wo nur ein letzter Pass gefehlt hat, um ein leichtes Tor zu schießen, dass wir dort an dem Tag keine so guten Entscheidungen gefällt haben. Ich erinnere mich so an die allerletzte Situation, in der Dennis Linsmeier einen überragenden Ball hinter die Abwehr spielt und Packe eigentlich den Ball mit dem Querpass eigentlich nur noch genau in den Zielraum spielen muss. Und dann können direkt drei Spieler von uns den Ausgleich machen, weil sie in eine gute Position gelaufen sind. Aber wir scheitern eben vorne am ersten Mann. Das war dann vielleicht auch ein Stück weit der Unterschied zum FC Heidenheim, der aus einer ähnlichen Situation dann einfach das Ding perfekt zu Ende spielt, sowohl den letzten Ball perfekt spielt, als auch das Einlaufverhalten der Spitze einfach stimmt. Und der zweite Punkt, der darüber hinaus mit Sicherheit nicht so positiv war, ist, dass wir es anders als in anderen Spielen, die wir gedreht haben, eigentlich nie geschafft haben, über einen längeren Zeitraum den Gegner dermaßen einzuschnüren und ihn dann dermaßen vor Probleme zu stellen, dass so ein 1:1 oder möglicherweise ein komplettes Drehen des Spiels auch tatsächlich in der Luft lag. Und das liegt natürlich in allererster Linie an uns, denn in der Beurteilung eines Spiels möchte ich mich natürlich in allererster Linie auf die Leistung meiner Mannschaft reduzieren. Aber ganz klar hat man auch gesehen, dass wir mit dem FC Heidenheim eben auf eine Mannschaft getroffen sind, die einfach der höchste Spezialist dieser Liga ist, wenn es darum geht, eine Führung tatsächlich über die Runden zu bringen, weil die wahnsinnig massiert stehen, weil sie eine unheimliche Körperlichkeit an den Tag legen und darüber hinaus natürlich auch immer in der Lage sind, so ein Spiel zuzumachen. Das haben wir vermieden. Wir waren wieder mal nicht frühzeitig geschlagen, so wie das anderen Teams passiert, aber am Ende haben wir keine Punkte geholt, und insofern war das schon so eine
Analogie auch ein Stück weit zum Nürnberg-Spiel, wo uns das Spielerische mit Sicherheit ein bisschen leichter gefallen ist, wo wir mit dem Elfmeter ja auch die Chance hatten, ins Spiel zurückzukommen. Aber ein zweites Mal haben wir kein eigenes Tor erzielt. Ja, und dann fällt es dir natürlich schwer, Fußballspiele zu gewinnen. Schlagen wir direkt den Bogen nach Darmstadt. Vorher natürlich noch kurz auch ein Blick aufs Personal. Julius Bejada hat heute einen Trainingsversuch unternommen. Wie war der und inwiefern lässt sich da für die nächsten Tage schon etwas sagen? Der Trainingsversuch war kurz und leider erfolglos. Das bedeutet, dass der Spieler auch für das Darmstadt-Spiel keine Alternative ist, dass es einfach noch nicht reicht und wir jetzt tatsächlich über das Wochenende hinaus den Spieler wieder in eine individuelle Maßnahme bringen müssen, um zu hoffen, dass dann sich die Verletzung auch tatsächlich etwas besser aushält, also so aushält, dass er auch vollumfänglich am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Das reicht einfach nicht. Deswegen Abbruch der Einheit und er ist quasi wieder individualisiert zu steuern. Gibt es weitere angeschlagene Spieler? Nein, gibt keine weiteren angeschlagenen Spieler. Es ist so, dass ansonsten die gesamte Trainingsgruppe bis zum heutigen Tag das volle Pensum durchgezogen hat. Wir haben ja, das ist vielleicht das etwas Ungewöhnliche dieser Woche, unsere Trainingsabläufe den Witterungsbedingungen angepasst. Es war geplant, dass wir am Montag eben wieder ins Training einsteigen, aber wir haben den Plan dann umgeschmissen, weil wir ja doch gespürt haben, dass das Training, wenn man nicht sagen möchte, zu gefährlich, aber dann in jedem Fall eigentlich unmöglich war, jedenfalls mit Ball, weil die Windböen einfach so stark waren, dass an normales Fußballtraining nicht zu denken war. Und deswegen haben wir da relativ schnell reagiert und haben uns entschieden, den Montag noch frei zu machen, individualisiert im Kraftbereich zu arbeiten und sind quasi jetzt seit Dienstag im Training. Deswegen ja auch heute die Einheit. Heute war eigentlich ein freier Tag nochmal vorgesehen und das haben wir dann eben verändert, haben heute normal trainiert und haben quasi alles einen Tag nach hinten verschoben, was die Belastung und die Strukturierung angeht. Ja, dann geht es jetzt in großen Schritten Richtung Darmstadt am Sonntag. Beim Blick auf die bisherige Bilanz von den Linien fällt auf, 5 Siege, 5 Niederlagen, aber 11 Unentschieden, die meisten in der ganzen Liga. Inwiefern sagt das was über die Mannschaft von Dimitrios Gramatzis aus? Ja, ich glaube noch häufiger, als ich erwähnt habe, wie stolz ich auf die Stabilität der Mannschaft war, noch häufiger hat das Darmstadt 98 getan. Gerade nach Unentschieden ist man da sehr ruhig geblieben. Und hat immer wieder darauf verwiesen, dass es genug Möglichkeiten gegeben hätte, in den jeweiligen Spielen, die Remis ausgegangen sind, auch zu gewinnen. Ich glaube, dass die Mannschaft über eine sehr, sehr gute Verteidigungsmentalität verfügt. Das ist dann eben auch Ausdruck der vielen Unentschieden, dass man wirklich in der Lage ist, gerade gegen starke Mannschaften auch tatsächlich dann zu punkten. Das haben sie ja zu Hause gerade gegen Ende der Saison auch gegen den VfB und gegen den HSV gezeigt. Darüber hinaus hat mein Kollege dann vor dem Dresden-Spiel zumindest so etwas die Marschrichtung auch vorgegeben und dann gesagt, also Remis spielen ist dann heute mal verboten. Ich wäre froh gewesen, wir hätten in den letzten beiden Spielen unentschieden gespielt, ganz klar, weil ich glaube, dass jeder Punkt etwas wert ist, aber ich glaube, dass Dimitrios in der Beziehung einfach etwas ausgeben wollte, dass die vielen Unentschieden, die in beide Richtungen einfach ausgehen können, dass er die jetzt zukünftig auf seine Seite ziehen möchte. Und das ist in Dresden natürlich gelungen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Darmstadt in diesem Spiel, das schon auch irgendwo richtungsweisend war, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, wie die Ausgangssituation in der Tabelle ist, dass er dieses Spiel auf seine Seite gezogen hat und mit Sicherheit jetzt eine Serie starten möchte. Darmstadt 98 hat die Möglichkeit, seit langer, langer Zeit wieder über den SV Sandhausen zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist die Ausgangsposition vor diesem Spiel sehr, sehr klar. Darmstadt wird sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben, sondern wird mit Sicherheit versuchen, auf den Sieg in Dresden auch einen Heimsieg draufzusetzen. Dagegen werden wir naturgemäß etwas haben. Insofern freuen wir uns auf das Spiel und jetzt natürlich auch auf die Fragen der Kollegen. Bitte das Mikro nehmen und ja, für alle Zuhörer die Fragen stellen. Wolfgang Brück, Rhein-Neckar-Zeitung, bitte. Kuschinert, der Meisterschaftsendspurt vor 2 Jahren war stark beeinträchtigt durch viele Verletzungen. Das ist in dieser Saison nicht der Fall. Es gibt ja erfreulich wenig Angeschlagene. Hat es Gründe? Liegt es an der klugen Trainingsdosierung? Liegt es an der medizinischen Abteilung? An was liegt es denn?
Naja, immer wenn solche Faktoren gut laufen, dann bildet man sich ein, das sehr, sehr gut zu machen und klopft sich auf die Schulter. Und wenn es etwas schlechter läuft, dann sucht man nach den Gründen und bildet sich trotzdem ein, dass man sich ausreichend Gedanken gemacht hat, dass die Dinge nicht passieren. Also ich glaube, da tatsächlich immer sofort eine Lösung und auch die entsprechenden Gründe zu kennen, das ist gar nicht so leicht. Wir haben in jedem Fall in diesem Jahr, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung damit gesammelt, wie wir unser Training steuern. Aber Trainingssteuerung und geringe Verletzte sind ja nur ein Punkt, der entscheidend ist. Der wichtigste Punkt ist, dass die Mannschaft natürlich jeweils in den Spielen auch tatsächlich die nötige Power hat, um Spiele zu gewinnen. Denn du kannst natürlich dein Training so niedrig dosieren, dass dir in der Trainingswoche nicht viel passiert, aber dann fliegen dir möglicherweise die Spieler entweder in hochintensiven Spielen um die Ohren, weil sie einfach die Belastung nicht stehen können, oder sie teilen sich die Kräfte so ein, dass sie sich nach Möglichkeit nicht verletzen, aber dann verlierst du eben Spiele. Ich bilde mir ein, dass wir da eine ganz gute Mischung gefunden haben, dass wir in vielen Teilbereichen mit Sicherheit schon auch eine gewisse Dominanz in der zweiten Liga auf den Platz bringen können, gerade wenn es um körperliche Robustheit geht, um die Zahl der intensiven Läufe, auch um das Beschleunigungsverhalten in beide Richtungen, dann sind wir mit Sicherheit sehr, sehr stark. Insgesamt, glaube ich, stellt meine Mannschaft gerade auf den strategisch wichtigen Positionen auch etwas dar. Wir haben in der letzten Woche darüber geredet, wie sehr das auch gegnerische Mannschaften beeindruckt, die mittlerweile ihre Ausrichtung sehr, sehr stark auch an uns orientieren. Ich glaube, das hat dann auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie trainieren wir und was kommt am Ende beim Spieler an. Und natürlich können wir Stand heute sagen, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber du bist als Trainer, genauso wie das gesamte Trainerteam, am Ende immer so ein bisschen im Ungewissen. Ist das jetzt tatsächlich eine zufällige Situation? Sind die Gene der Spieler einfach sehr, sehr gut? Tun die Spieler möglicherweise auch im privaten, persönlichen Bereich einfach so viel für die Prophylaxe und für die Regeneration, dass das der Grund ist? Oder steuern wir es sehr, sehr gut? Du wirst am Ende nie zu 100% einen Schlüssel dafür finden. Aber ich habe ja schon ein paar Mal betont, das könnte ein Schlüssel sein, dass der Austausch mit meinem Trainerteam, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, dass die ganz hervorragend ist. Dass ich glaube, mit der Entscheidung, hier raufzuziehen in das Büro, also tatsächlich im Trainerteam täglich vereint zu sein und damit automatisch sehr, sehr viel zu kommunizieren, dass das die hundertprozentig richtige Entscheidung in dieser Saison war. Und wenn das dann auch ein Schlüssel dafür ist, dass bei der Mannschaft dann sehr, sehr viel in der Steuerung ankommt, dann glaube ich, haben wir es gut gemacht. Klären Sie mich mal auf. Also Sie waren früher unten und jetzt sind Sie oben. Genau, also die Tradition. Was ist der Vorteil von dem neuen Büro? Ja, das Büro gab es schon immer. Und ja, hier oben auf dieser Etage. Und es war eben in der Vergangenheit so, dass es ein weiteres Trainerbüro, aber ein sehr, sehr kleines, unten im Erdgeschossbereich auf der Ebene der Mannschaftskabine gab. Und dass dort aber nur Platz war für zwei Trainer und traditionell haben dort der Chef und Co-Trainer gesessen. Das war auch bei mir in der letzten Saison noch der Fall mit Kleppo. Und der Rest des Trainerstabes war hier oben angesiedelt. Das hatte natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass die Wege des Cheftrainers zur Mannschaft sehr, sehr kurz waren. Ich musste nur Tür öffnen, ich war im Physiobereich und dann logischerweise auch schnell beim Team. Auf der anderen Seite hat das natürlich dazu geführt, dass gemeinsame Besprechungen im Trainerteam nie so unproblematisch waren, weil du einfach Distanzen zu überbrücken hattest. Und ich mir sehr, sehr häufig gewünscht hätte, dass wenn ich Dinge mit Kleppo bespreche, dass die auch der Rest mitbekommen. Deswegen haben wir eine, glaube ich, in Summe gute Entscheidung getroffen, hier die Räumlichkeiten so optimal zu nutzen, dass wir zum einen das untere Trainerbüro freigemacht haben für die Physios. Die haben jetzt einen abgeschlossenen Bereich, das kommt bei der Mannschaft sehr, sehr gut an. Wir haben darüber hinaus den alten Physiobereich freigemacht, um noch mehr Platz fürs Krafttraining und für die individuelle Vorbereitung und für das Reha-Training zu schaffen. Und wir sind eben als kompletter Trainerstab jetzt hier oben vereint und ich glaube, das kommt hervorragend an. Wer gehört dem Trainerstab an? Also Istunat, Stelli? Istunat, Stelli, Kleppinger, Kolowitz sitzen hier oben. Phil Weimer hat mittlerweile sein eigenes Büro vorne bei Michael Capaccia, also unser Videoanalyst, kann sich dann auch immer wieder zurückziehen und seine Dinge bearbeiten, kommt dann immer wieder zu uns rauf, wenn es um Besprechungen geht oder um Trainingsvorbereitung. Aber das gesamte Trainerteam, was mit der Mannschaft direkt arbeitet, ist oben vereint.
nochmal also auf das Thema erfreuliche Fitness zu kommen. Würde man da, also jetzt der medizinischen Abteilung, ich weiß nicht, wer da leitend ist, Dr. Michelbach oder wer auch immer, zu nahe treten, wenn man sagt, die machen einen guten Job? Nein, das ist auch tatsächlich dann ein Verdienst aller, die hervorragend miteinander arbeiten. Ich glaube, Michael Kabatscha, das muss man einfach auch Kappa mal oder für Kappa herausstellen, hat einen unfassbaren Transfer gemacht mit Christian Bieser. Wir haben einen Physiotherapeuten dazu gewonnen, der in allen Teilbereichen für mich top ist, der zum einen sehr, sehr viel Profi-Erfahrung aus Mainz, Frankfurt und Kaiserslautern schon mitgebracht hat, der darüber hinaus ein tolles Engagement an den Tag legt, der vom ersten Tag an bei der Mannschaft sehr, sehr gut ankam. Insofern, glaube ich, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, weil die wichtigste Komponente, das muss man so klar sagen, in einem Fußballverein wie dem SV Sandhausen, das ist das Physio-Team, weil das Physio-Team ist zum einen Bindeglied zum Trainerteam. Wir sind da logischerweise im täglichen Austausch, welchen Spielern geht es wie. Und zum Zweiten ist das Physio-Team logischerweise der Mittler zur ärztlichen Abteilung, die ja nicht täglich hier vor Ort ist, um Dinge zu koordinieren und abzusprechen. Und das läuft aus meiner Sicht bei uns wirklich hervorragend. Sie haben ja gesagt, dass die Beobachtung gegen Nürnberg und gegen Heidenheim die war, dass der Gegner sich jetzt eher nach Sandhausen richtet, was ja auf der einen Seite erfreulich ist, was aber möglicherweise, und das ist eigentlich so meine Frage, Probleme mit sich bringen könnte, wenn sich, weiß nicht, wie groß Sie die Möglichkeit einschätzen, auch Darmstadt eher abwartend verhält und Sandhausen dann vor dem mehr oder weniger großen Problem steht, das Spiel machen zu müssen. Ja, Darmstadt 98 ist in der Saison übergreifend eigentlich nie eine Mannschaft gewesen, die auf Gedeih und Verderb alles über die fußballerischen Faktoren stellt, sondern eine Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Balance im Spiel hat, die also unheimlich diszipliniert, auch in ganz unterschiedlichen Zonen verteidigt. Ich habe eben diese sehr, sehr gute Defensivmentalität angesprochen und darüber hinaus aber auch eine Mannschaft ist, die von jetzt auf gleich ihre Verteidigungshöhe variieren, deutlich weiter vorne angreifen kann, gerade am heimischen Böllenfalltor. Wenn man das Publikum mitnimmt mit dieser neuen Tribüne, macht das ja auch absolut Sinn. Und die auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr gute Mischung haben aus einem strategisch intelligenten Spielaufbau von hinten heraus, aber als eine der Teams, die das nicht unbedingt so oft Gedeih und Verderb durchziehen wollen, sondern die durchaus mal in der Lage sind zu sagen, wir spielen jetzt über einen längeren Zeitraum nur über zweite Bälle und versuchen über eine einfache Strategie das Spiel nach vorne zu bringen. Das macht das Spiel in der Vorbereitung nicht leicht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Darmstadt seine grundsätzliche DNA so extrem verändern wird. Diesen Eindruck hatte ich bei den beiden letzten Gegnern, weil der erste FC Nürnberg gegen uns schon sehr, sehr defensiv orientiert aufgestellt war und auch die offensiven Spieler mit ganz, ganz klaren Aufträgen ins Spiel gegangen sind, also mit sehr, sehr klaren Verteidigungsaufträgen ins Spiel gegangen sind. Und bei Frank Schmidt hat man ja gesehen, dass er die Mannschaft auch personell deutlichst umgebaut hat. Und mein Eindruck war eindeutig auch eine sehr starke Reaktion auf unsere Art des Spiels. Das erwarte ich so bei Darmstadt 98 in dem Maße nicht. Aber ganz sicher ist es so, dass viele Aktionen im Verlauf der letzten Zeit und ganz extrem natürlich im Spiel beim VfL Osnabrück, dem ersten in 2020, natürlich ganz extrem dargestellt haben, wo liegen unsere Qualitäten. Also wenn Sie sich das 2:1 und 3:1 in Osnabrück anschauen, da wird ja jedem klar, wo sind die Qualitäten dieser Mannschaft. Da ist in einem flüssigen Spielzug alles im Grunde genommen irgendwo dargestellt worden, was wir sehr, sehr gut kennen können. Und darauf richten sich Mannschaften ein. Das bedeutet, dass wir in den Teilbereichen noch besser werden müssen. Es wäre Blödsinn, die völlig zu verwerfen, weil es wirklich Qualitäten von uns sind, über die Seiten anzugreifen, den Strafraum zu besetzen und mit unseren kopfballstarken Spielern zum Erfolg zu kommen. Aber es darf eben nicht das einzige Mittel sein. Das habe ich versucht, gegen Heidenheim schon ein Stück weit zu modifizieren, indem ich beispielsweise spielstärkere Leute auf den Flügel gesetzt habe. Und da brauchen wir eben weitere Lösungen, die wir uns gerade im Training erarbeiten. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ich möchte natürlich als Trainer des SV Sandhausen eine deutliche fußballerische Weiterentwicklung coachen, aber ich glaube, es wäre absolut töricht, wenn wir alles nur noch über den offensiven Ansatz irgendwo lösen wollen. Wir müssen auch in der Lage sein, anders als in Nürnberg und Heidenheim, wo wir in einzelnen Situationen zu konteranfällig waren, zu sorglos waren, müssen wir natürlich auch absolut in der Lage sein, eine möglichst hohe Zahl an Spielen zu Null zu spielen. Und dann kann beispielsweise auch ein dreckiges 0:0 in Darmstadt erstmal wieder ein Erfolg sein.
Sie fürchten nicht, dass Sie ähnlich wie gegen Nürnberg und Heidenheim die Gegner sich, ich sage es jetzt mal platt, hinten reinstellen und Sandhausen auskontern. Dass das also auch so in der Zukunft das Erfolgsrezept sein wird? Also jedenfalls nicht in jedem Spiel. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark auch von den Grundvoraussetzungen des Gegners ab. Ich kann mir beispielsweise überhaupt nicht vorstellen, wenn wir irgendwann auf den VfB Stuttgart treffen, dass die sagen, wir stellen uns jetzt gegen Sandhausen hinten rein und kontern die aus. Nein, es ist tatsächlich auch immer eine Spezifik des Gegners. Wir haben beispielsweise in Osnabrück gesehen, die haben auch eine fantastische Hinrunde gespielt mit ganz vielen eigenen Qualitäten, die sehr stark auf der spielerischen Ebene liegen, dass Osnabrück einfach auch einen klaren spielerischen Ansatz hatte. Und gegen den 1. FC Nürnberg sind wir in einer Situation auf den Club getroffen, in dem die mit dem Rücken zur Wand standen, sich logischerweise aufgrund der Tabellenkonstellation erstmal auf die einfachsten Muster irgendwo beschränkt haben. FC Heidenheim war ein Heimspiel. Die Mannschaft weiß, sie kann hervorragend kontern und hat eine gewisse Körperlichkeit. Auch da würde ich sagen, war es eine gewisse Logik meines Kollegen, die Mannschaft so einzustellen. Aber das trifft mit Sicherheit nicht auf jeden Gegner zu, auf den wir in der Zukunft treffen. Am Sonntag kommt es ja auch zum Wiedersehen mit Marcel Schoen. Wie schwer war es für Sie, so einen Torhüter wie ihn damals ablösefrei ziehen zu lassen? Ja, die Ablösefreiheit, die tut dann weh, wenn man sich wie ich als Trainer eben sehr mit der Mannschaft und der Entwicklung einzelner Spieler auch identifiziert. Dann hat man sehr, sehr große Probleme damit und das habe ich jetzt sehr, sehr häufig in meiner Karriere erfahren als Trainer, dass Spieler sich permanent verbessern und dann am Ende möglicherweise ablösefrei gehen. Also du keinen Benefit für deinen Verein erzielen kannst, außer dass man vielleicht davon redet, dass beim SV Sandhausen ganz gut gearbeitet wird und das Umfeld zur Entwicklung einfach auch beiträgt. Aber das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Insofern muss ich bei Schuh einfach sagen, dass unter dem Aspekt er mit Sicherheit seine Marktposition genutzt hat, seine Ablösefreiheit genutzt hat, aber das Aber ist dann auch wirklich mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen versehen. Aber Schuh hat natürlich in ganz, ganz hohem Maße dazu beigetragen, dass wir in der letzten Saison nicht abgestiegen sind. Er hat hier, glaube ich, eine schwere Zeit gehabt und ihm wurde der Status der Nummer 1 weggenommen. Darüber hinaus hat er sich schwer verletzt. Und da dann so zurückzukommen, ich glaube, das zeugt von einem großen Charakter. Und Schuh hat sich wirklich der Situation gestellt. Er hat so diesen Nicht-Abstieg auch sehr, sehr stark zu seinem Ding gemacht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir prinzipiell erstmal dankbar dafür sein, dass er im letzten Jahr so gut gehalten hat. Und wenn wir uns dann die Besetzung der Torwartposition in dieser Saison anschauen, ja, dann hat uns das ja auch nicht irgendwo in Schutt und Asche gebracht, sondern wir haben die Situation genutzt und haben einen super interessanten neuen Torwart verpflichtet. Und der macht es mit Sicherheit genauso gut. Insofern, klar, unter dem Aspekt, Spieler zu entwickeln und dann vielleicht auch für ein gutes Geld zu verkaufen, wäre es ganz nett gewesen. Darmstadt hätte uns bezahlen müssen für die Entwicklung des Spielers, aber das war nicht der Fall. Und deswegen steht für mich über allem, dass Marcel Schuhn wirklich ein extrem leistungsorientierter Typ war, der im letzten Jahr uns viele wichtige Punkte geholt hat. Sie bringen ja häufig den Begriff Mentalität ins Spiel. Von welchen Spielern erwarten Sie denn jetzt in der Schlussphase der Meisterschaft Vorbildcharakter? Also ganz, ganz wichtig sind diejenigen, die solche Situationen schon des Häufigeren in ihrem Leben miterlebt haben. Ganz klar bei uns zu nennen sind Spieler wie Diekmeyer, Nauber, Kister, Schirov, Paurovic. Das sind alles Spieler, die schon eine relativ große Erfahrung auf dem Buckel haben und die als Typen in dieser Mannschaft absolut wirken müssen, ganz klar. Und damit meine ich nicht nur die Spielleistung, sondern damit meine ich logischerweise auch den Aufbau hin zu einem Spiel. Darüber hinaus haben wir mit Sicherheit in der Offensive Spielertypen, die gar nicht so viel Grundverantwortung auf den Platz bringen müssen, weil sie kein Team führen müssen. Das ist in vorderster Linie nie so leicht, sondern die müssen eben als Krieger und Torjäger einfach auch für Punkte sorgen. Und ganz klar sind das dann Spieler wie Kevin Behrens oder Aziz Bouadous. Ich darf Dennis Linzmeier nicht vergessen, der eine unheimliche Erfahrung mitbringt und schon viele Schlachten im Abstiegskampf geschlagen hat. Und deswegen sind das alles Spieler, die aus meiner Sicht sich auch immer zeigen und die jetzige Situation
auch so auffassen, dass sie ja immer noch aus einer sehr günstigen Lage herausgespielt wird, weil sie auch schon in viel dramatischen Situationen sich stellen mussten. Und wir werden jetzt erstmal alles dafür tun, das habe ich am Dienstag in der Anfangsanalyse angesprochen, dass die Situation eben nicht dramatischer wird, weil ich als Trainer schon sehr, sehr gut einschätzen kann, was eine dritte, vierte Niederlage in einem auslöst. Dann sind die Abläufe nicht mehr so gesichert, dann fällt alles ein bisschen schwerer. Und deswegen ist die jetzige Phase natürlich eine ganz, ganz wichtige. Das heißt, es hängt auch so ein bisschen vom Spiel gegen Darmstadt ab, ob ihr in eine Situation kommt, die mit dem Titel, Sie haben es ja eben in den Mund genommen, Abwehrkampf bezeichnet werden muss. Absolut. Aber brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ne? Also wenn eine Tendenz dahin geht, dass du ein drittes Mal verlierst, dann ist das keine angenehme Situation. Dann kannst du auch nicht mehr Dinge irgendwo beschönigen. Und deswegen ist es absolut existenziell, dass wir in Darmstadt den Turnaround schaffen und punkten. Überhaupt keine Frage. Und wenn das nicht gelingt, dann sind wir noch lange nicht abgestiegen. Aber dann wird die Situation unangenehmer. Aber ich glaube, das leitet sich aus der Logik ab. Sie sind ja ein Trainer, der über den Tellerrand hinausschaut. Was sagen, wie überraschend war für Sie der Abschied von Jürgen Klinsmann? Und wie sehr hat sein Verhalten dem Ansehen Ihres Berufes geschadet? Also, ich glaube, dass es mir dann nicht zusteht, Dinge zu kommentieren. Denn erstens habe ich überhaupt keinen Einblick in die Geschehnisse bei Hertha BSC Berlin. Und zum Zweiten, glaube ich, würde es mir auch nicht zustehen, aus der Distanz diese Dinge zu kommentieren. Gut, dann richten wir den Fokus Richtung Sonntag und unser Spiel am Böllenfalltor im Merckstadion beim SV Darmstadt 98. Wiedersehen mit Marcel Schuhn, haben wir eben schon gehört. Spielbeginn 13.30 Uhr. Ist nicht weit, zweitnächstes Auswärtsspiel. Alle herzlich eingeladen im Gästeblock. Ist noch Platz. Dankeschön, danke. Bis dann.